Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Es ist Tag 66, es ist Abend und wir sind im Schneegebiet beim Händler, um den zu upgraden. Wir sind jetzt schon auf Level 2 und ja, wollen natürlich zur Tier 5 Mission hoch. Ich schaue mal, was er heute für Angebote für mich hat, also für Aufgaben, weil erst morgen das Angebot sich beim Händler ändert. Ein bisschen Platz haben wir noch im Inventar, also wir könnten durchaus noch eine Mission machen. Und theoretisch wäre natürlich auch eine Nachtmission möglich, aber da bietet er uns gerade schon wieder 3,4 Kilometer im Osten an. Das ist mir ein bisschen zu weit. Jetzt schauen wir mal, was hat er hier? Household Ranch 04, das ist gleich um die Ecke. Das wird man vielleicht sogar noch schaffen, bevor die Nacht hereinbricht und der Händler zumacht. Und was hat er noch? Farm 07, die haben wir gestern, glaube ich, gemacht oder vorgestern. Und was hat er hier? Storebook 01. Das ist natürlich immer schön, ein Buchladen. Da können wir mal schauen, dass wir ein bisschen was finden an neuen Büchern. Deshalb nehme ich den. Ich gehe davon aus, dass wir das nicht bis vor 22 Uhr zum Händler zurückschaffen. Das heißt, da müssen wir dann die Nacht mal irgendwie sehen, wie wir die rumbringen. Wahrscheinlich mache ich dann Schnitt, ganz einfach. Ja. Oder wir nehmen uns irgendein Haus vor. Was, das wäre vielleicht die Farm, 50 Meter, ne? Könnte ich mir vorstellen. Oder wir nehmen uns dann irgendein Haus vor, was einfach ohne Mission, was wir ohne Mission einfach mal leer räumen. Gut. Jetzt geht's aber erstmal zum Bücherladen, Crack a Book. Wie gesagt, die Hoffnung ein bisschen war, ein paar Bücher zu finden, ein paar neue Bücher, ein paar Rezepte. Ich könnte natürlich auch die Höhe. Fahr mal hier nicht. Mach mal nie sowas. Aber ich könnte natürlich die Chance nutzen, auch mal ein paar Kartoffeln nochmal zu pflücken. Und da drüben gäbe es noch Mais, aber Mais habe ich, glaube ich, noch eine ganze Menge, oder? Okay, hier gibt es auch auf jeden Fall Wildschweine. Wo auch immer sie herkommen, aber wir sind jetzt an so einem blöden Wildschwein. Haben wir uns jetzt eine ordentliche Infektion zugezogen. Gut. So viele durften jetzt nicht mehr in der Nähe sein. Ne, das war das Falsche. Wirf das mal weg und das auch. Aber ach, hier steht noch eine Pflanze. Sehr gut. Den Mais lassen wir drüben stehen. Und dann kannst du das gleich mal sortieren. Wunderbar. Wo musst du hin? Darüber. Wenn wir schon mal beim Thema Bücher sind, ne, dann gehen wir hier natürlich auch nochmal durchgucken. Was ist das? Robotikdrohne Medizin Mod kann ich jetzt fertigen, das ist sehr schön. Die Fittings oder Dämpfer waren das mal. Ja, nö. Was ich mal der Vollständigkeit halber gucken will, ist Drohne. Genau, das ist das erste Mod, was wir überhaupt fertigen können. Die anderen hatten wir alle noch nicht. Und die Zutaten haben wir auf jeden Fall auch alle zu Hause in unserem Inventar. Das heißt, da können wir dann, wenn wir wieder zurück sind in unserer Basis, das erste Mod an der Werkbank in Auftrag geben. Gut, dann trödeln wir gar nicht lange rum, gehen wir einfach rein. Wie gesagt, ich gehe sowieso davon aus, dass wir es nicht bis 22 Uhr zurückschaffen. Weil hier müssen wir natürlich jeden Bücherstapel uns angucken. Und dann nehme ich auch einfach mal das Papier mit, damit wir hier schneller durchkommen. Wunderbar, Scharfschützen.
Das kannst du auch machen, auch wenn du das nicht unbedingt brauchst. Aber irgendwann willst du ja auch mal die Sammlung voll haben, ne? Ja, dann machen wir auf der Seite erstmal weiter. Ich hab schon gedacht, es ist gar niemand zu Hause. Das kennst du schon. Wo sind die anderen? Da kommen sie. Kann man vorher noch ein Buch lesen. So langsam wie die unterwegs sind. Das können wir auch schon, aber das gibt zumindest ein paar XP, wenn wir es mit aufsammeln. Na hallo, kommst du mich besuchen? Versuch's nochmal. Mist, du hast sogar geschafft, mich zu treffen. Hab eine Schürfwunde, ne? Naja. Tut mir jetzt erstmal nix. Das ist sehr schön, dass du das so empfindest. Aber viel lieber wäre es mir, wenn du mir nicht im Wege rumstehen würdest. Was haben wir denn hier? Spaghetti. Wunderbar. Master, we are not alone. Ne, sind wir nicht. Na, jetzt aber. So, hier gibt es eine Maispflanze. Mhm. Na, du musst schon treffen. Was ist denn jetzt? Jemand draußen, ja. Ne, du musst die Maispflanze. Dann kannst du nämlich erst die Kuriertasche nehmen. Wunderbar. Damit haben wir die Mission noch nicht erfüllt. Du bist durstig. Da kann ich dir was geben. Nimmst du das dabei? Achso, okay. Gut, achso, hier warst du. Können wir komplett aus dem Konzept gekommen. Und das hier oben noch wunderbar. Die Stirnseiten, die übersieht man immer gerne. Das hat man. Hier ist nichts weiter. I've got a bad feeling about this. Mhm. Ja, dein Kumpel hat's blöd gemacht. Da kommen sie durch.
So, dein Kumpel hat es blöde gemacht. Er hat sich ja rein gesetzt. Und jetzt hat man es dann auch Mitternacht. Nee, Mitternacht, 22 Uhr, also. Nachtmodus. Soll ich helfen? Oh, ihr seid aber viele. Wartet mal. Wieso stehst du wieder auf? So, kommen wir an das... Kommen wir von hier nie ran. Gut, macht nichts. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Hier in der Mitte waren wir, ne? Das kennen wir. Was hast du hier? Finde beim Plündern mehr Schmuck und wertvolle Edelsteine. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, ob das funktioniert. Nehmen wir die Pflastersteine mit? Nein, ne? Oder doch? Ich weiß es noch nicht. Du hast schon wieder Hunger, da kümmere ich mich sofort drum. Du kannst auch das Kürbisbrot essen. Incoming enemies, prepare for conflict. Ah, hast du es geschafft? Das muss ich mir angucken, wo du durchgekommen bist. Hier? Nee, hier kannst du eigentlich nicht durchgekommen sein. Das schaffst du nicht. Naja, ist auch nicht wichtig. Gut, hier das müssten wir gehabt haben. Genau, da können wir jetzt hier hinten weitermachen. Den Sniper. Die hatten wir. Ja, waren wir noch nicht, ne? Genau. Oh, was ist das? Stahlrüstung kannst du jetzt auch bauen. Die interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Weil ich eher leichte Rüstung bevorzuge. Moin. Keiner da? Ja, das kannst du mitnehmen. My senses have picked up something. So, wo sind sie denn? Wo schlagen sie entgegen? Komm mal mit rein, Drohne. Drohne, danke. Great to see you, Master. Great to see you, Master. Den Spruch kenne ich woanders her. Aber das führt jetzt zu weit. Ein einzelner Nagel im Spind. Na super. Der Kaffeestack ist schon wieder voll. Da müsste man Kaffee trinken. Aber Durst, Hunger hast du auch gleich wieder. Wo kommst du denn durch? Hier kommst du durch. Na ja, dann. Schönen Eisenbarren. Das lässt mal stehen. Wo seid ihr? Da hinten. Hier gibt es auch noch Pflastersteine, eine ganze Menge. Vielleicht nehme ich sie doch mit. Ist zu. Ist es jetzt zu? Finde ich nicht in Ordnung. Komme ich anderweitig rein? Übers Dach? Ne, komme ich nicht rein. Muss ich hier aufmachen, ne? Achso, warte mal, dann nimmst du das. Das ist besser gegen Eisen.
Da ist ein Tresor. Wollen wir mal versuchen, den aufzumachen oder gucken wir erstmal, wie weit sie mit dem Durchschlagen sind? Oh. Haben sie noch eine Weile zu tun, können wir uns erstmal hier mit beschäftigen. Stell mich mal so, dass ich mit dem Augenwinkel die Tür beobachten kann. Kann man das eigentlich abbrechen, den Öffnungsvorgang? Als man angegriffen wird. Oh, was ist das? Das kann ich ja noch gar nicht. Pfeilauflage. Verbessert die Genauigkeit eines Bogens. Schön. Wunderbar. Gefällt mir. Master, we are not alone. Nein, sind wir nicht. Das haben wir. Wie gesagt, denn die Pflastersteine. Hier hast du Zement drin, da kannst du Zement zumindest. Bis du den Stack voll hast. Wunderbar. Sonst noch was? Wieso hast du das Geld mitgenommen? Na gut. Musst du hier hoch? Wo kommst denn du her? Wo kommst denn du her? Incoming enemies, prepare for conflict. Ist der eine irgendwie versehentlich dann doch ja durchgekommen? Lad mal nach. Und plötzlich ist Ruhe. Ne, bleib mal oben. So. Da musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Da ist eine Tür, dort ist aber die Lampe gewesen. Geht's nur wirklich lang? Oh Gott, Entschuldigung, ihr habt's wieder gesehen. Ich habe einen leichten Schreckmoment gehabt. Du lebst noch? Unglaublich. Und wo ist der letzte? Hier oben. Sehr gut. Aber wir sind noch nicht fertig mit Säubern, ne? Bloß, dass das schon mal klar ist. Ja, okay. Das könntest du mitnehmen. Da hast du irgendwo einen Stack rumliegen. Da hinten müssen wir uns dann nochmal umschauen, wo die andere Lampe war.
Das kannst du beides nehmen. Das passt nämlich hier mit dazu. Wunderbar. Moin. Hast du es verschlafen? Hat er vergessen, mich anzugreifen? Ich find's lustig. Was zu essen und Bücher. Naja, so richtig überzeugend ist das Angebot nie, was er uns hier gibt in den Bücherstapeln. Gut, wo fangen wir an? Hier fangen wir an. Die kennen wir beide schon. Das kannst du mal. Und trink mal den Kaffee, da kriegst du wieder einen Plätzl frei im Inventar. Ein Isolierungsmod. Brauchen wir das? Das ist eine gute Frage. Können wir es noch irgendwo reinbauen? Krieg das mal was zu essen. Hier hast du, glaube ich, nicht genug Plätze mehr frei. Ne? Hier hast du schon 3. Genau. Hier ist es schon drin. Das müsstest du übrigens mal reparieren. Hier ist es schon drin. Hier hättest du zwar noch ist es zwar noch nicht drin, aber hast du keinen Platz. Und hier hast du keinen Platz. Kann man das hier reinpacken? Nee. Dann müsstest du überlegen, ob du hier auf eins verzichten kannst. Was ist das? Patronengurtmod und Dämpfungsmod. Dämpfung macht weniger Geräusche. Ja, mach mal so. Was macht denn der eigentlich? Schneller nachladen. Das macht mehr Rüstungswert und das macht mehr Tragekapazität. Gut, gebongt. Jetzt zeig mal, was du hier drin hast. Das kennst du schon. Das hast du dort schon an Stapel. Das kannst du auch gebrauchen. Militärstiefel. Und den Griffmod. Ach so, das, ja, nee, das sammeln wir nicht. Zerlegen wir. Gut. Das war so klar, dass hier ein Ei drin ist. Drohne? Hast du zufällig das andere Ei? Nee. Das ist ja blöde. Dort bringst du das und dann kannst du das Ei mitnehmen. Das andere liegt nämlich definitiv im Auto. Eigentlich wollte ich ja. Juhu, ein zweites Ei. Ach ne, hier daneben ist offen. Blub. Der andere versucht noch die Wand aufzukriegen. Da helfen wir ihm mal. Gut. Mission erledigt. 3 Stunden, bis der Händler aufmacht. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einfach einen Schnitt, damit wir dann noch eine zweite Mission heute machen können. Wobei, haben wir jetzt so lange getrödelt, dass wir bloß eine Mission schaffen. Aber trotzdem, die 3 Stunden warten wir jetzt nicht zusammen.
Das bringt ja nichts. Was könnten wir denn im Zweifel noch zusammen machen? Da steht's Auto, da steht's Auto. Ja. Naja, haben wir eine ganze Menge nochmal freigekriegt an Platz. Also, was ist denn das? Militärstiefel. Und was hast du da momentan an? Lederstiefel. Naja, ein bisschen bessere Militärstiefel, da würde ich mich schon drüber freuen, obwohl selbst die besser sind. Aber ich kriege nur ein Invent, einen Mod rein. Ja, wie gesagt, wenn wir ein bisschen bessere kriegen, würde ich sie sofort anziehen. Jetzt bleiben wir bei den anderen Stiefeln. Gut, also wie gesagt, ich mache jetzt trotzdem einen Schnitt. Wir sehen uns dann, oh, wenn der Händler offen hat, beim Händler wieder. Gucken wir uns an, was es an Belohnung gibt. Oh, bis gleich. Und damit willkommen zurück. Ihr seht, es ist 6.09 Uhr und ich bin noch nicht ganz beim Händler. Ich habe nämlich zwischendurch mir überlegt, noch ein bisschen ernten zu gehen beim Nachbarn, ein bisschen was aufzusammeln, was noch ja, so in der Gegend rumliegt. Und habe gerade jetzt auch noch ein bisschen Beton, Zement geholt. Oh, der nächste Stack voll. Aber die Stacks, die Plätze reichen mir ja, um die Belohnung abzuholen. Jetzt sind wir natürlich wirklich an dem Punkt angelangt, wo es kaum noch möglich ist, mehr Belohnung zu sammeln. Und deshalb ist die Überlegung, ob ich tatsächlich dann erstmal nach Hause fahre, zu unserer Base, dort auslade. Und dann müssten wir aber mal schauen, Tag 67 ist heute, der Händler hat neue Ware. Und es ist aber zu spät, um noch eine Tier 5 Mission zu machen. Am Tag 70 ist ja wieder Blutmond. Ja, aber da kriegt man schon eine Lösung hin. Heute gucken wir erstmal, was er uns an Belohnung bietet. Was ist das? Boah, okay. Dann nimmst du wieder das, was dir am meisten... 9mm Munition, brauchst du die noch? Ist der wahnsinnig viel, ne? Dann nimm erstmal das, was du verkaufen kannst. Nein. So. Dann verkaufst du das alles. Ich glaube, das hast du auch noch bei dir zu Hause, bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Und dann gucke ich natürlich, was er uns mal anzubieten hat. Da müssen wir auch mal schnell durchgucken. Oh, das ist natürlich schön. Robotikdrohne Booster Mod. Was boostert die? Egal. Ja. Die Robotikdrohne haben wir. Die brauchen wir also nicht kaufen. Was hast du an Büchern? Gefechte in der Stadt. Militär-Tarnstiefel fertigen. Was kostet uns das? Ah, nimm's mit. Dann hast es. Gibt es eine Solarzelle, die können wir uns gerade nicht leisten, brauchen wir aber auch nicht. Und dann gehen wir hier vorne nochmal schnell durch. Ob du da noch was Sinnvolles für mich hast. Fenster. Man kann Fenster kaufen, kann man die auch einsetzen? Bringt das was? Wie sehen die aus? Spinde könnte ich nochmal mitnehmen, da hätte ich durchaus einen Platz dafür. Eine Idee, wo die hinkommen. Dann nimmst du mal zwei mit. Oder haben wir die vielleicht sogar noch im Schrank, in irgendeiner Kiste liegen? Egal. Bei den Fenstern, das überlege ich mir noch, wenn ich die Fenster einsetzen könnte, dort über meinem Bereich, über meinem Küchenbereich. Um
Bauplan, Schlagschraube brauchst du nicht. Spaghetti hast du vorhin gefunden, das Rezept. Ja. Kann man die denn selber Fenster fertigen? Kann man ja nie, ne? Fenster 2. Ist das durchsichtig oder nie? Fenster, Holzfenster. Holzfenster kannst du fertigen? Na, dann brauchst du es nicht kaufen. Da könnte ich ja direkt mal ein paar Fenster bauen für meine Basis. Wisst ihr? Wieder was gelernt. Gut. An dieser Stelle verabschiede. Ne, stopp. Bücher lernen. Hauptsache, ich weiß dann morgen noch, dass wir das Drohnenmod bauen wollten. Da haben wir zwei Mods zu bauen für die Drohne. Können Fenster bauen, können an der Basis ein bisschen bauen. Also uns fällt schon was ein. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich auf morgen und bedanke mich fürs Zusehen.